Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Parents Crazy Minds, deinem medizinischen Podcast für mehr Gesundheit und Entspannung im ganz normalen Elternwahnsinn. Ich freue mich sehr, dass du reinhörst. Mein Name ist Dr. Miri, ich bin Ärztin und Mama und dein Podcast-Host. Meine Herzensthemen sind wissenschaftlich belegtes Stressmanagement, Resilienzstärkung, Mind-Body-Medicine und Yoga-Therapie. Auch heute möchte ich dich wieder motivieren, inspirieren und einladen zu einer kleinen Reise zu mehr Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit. Viel Spaß! In dieser Podcast-Folge möchte ich dir einen kleinen Ausschnitt integrieren. Und zwar kommt dieser Ausschnitt aus meinem Online-Programm für Eltern. Und da erkläre ich dir, was Mimis eigentlich sind. Denn es gibt ja ganz viele verschiedene Entspannungsverfahren, wie du vielleicht schon gehört hast in der Mind-Body-Medicine. Und Mimis ist eigentlich nichts anderes. Das erkläre ich dir auch gleich noch. Mimis, das sind Mindful Minutes. In der Mind-Body-Medicine heißen die tatsächlich Minis, also mini-kleine Übungen aus den großen Entspannungsverfahren im Alltag. Ich nenne sie aber Mimis, auch angelehnt an Mimimed. Und was genau das ist, das erfährst du jetzt. Viel Spaß! Kleine Auszeiten im Alltag. Mimis steht für Mindful Minutes, also achtsame Minuten. Sie sind genauso Techniken zur Stressregulation, die dich in einen Zustand der Entspannung bringen sollen. Der wesentliche Unterschied besteht lediglich in der Länge der Übung. Für die Mimis trifft das Sprichwort »In der Kürze liegt die Würze« tatsächlich zu. Mimis sind kleine Oasen der Ruhe, kleine Auszeiten im Alltag, die manchmal nur eine bis wenige Minuten andauern. Es sind kleine Verschnaufspausen für deinen Geist und deinen Körper. Mimis sollen dir helfen, im Alltag die Stressantwort frühzeitig zu puffern oder aber gar nicht erst aufkommen zu lassen. Eine Mimi muss nichts Aufwendiges, nichts Sichtbares, nichts Großes sein. Ja, ein bloßer tiefer Atemzug genügt schon, um deinen Körper und Geist kurz das Signal »Entspanne dich« zu geben. Die Mimis sind genauso wirksam wie die Entspannungsverfahren, durch die du nicht nur deinen momentanen Stresspegel senken kannst, sondern auch längerfristig durch tägliches Üben negative Effekte von Stress auf deinen Geist und Körper reduzieren kannst. Jedoch sind die Mimis auch nur dann wirksam, wenn sie dich tatsächlich im Alltag begleiten, wenn du sie mit in deine Aufgaben, deine Verpflichtungen und deine Freizeit nimmst. Das bedeutet, um wirksame Helfer im Alltag zu werden, musst du die Mimis nicht nur gut beherrschen, sondern auch regelmäßig üben und integrieren. Prinzipiell lässt sich jede Entspannungstechnik auch in eine Mimi umwandeln. Ein Element, eine Kurzversion, beispielsweise einer Atemübung, einer achtsamen Bewegung, oder einer Visualisierung hilft dir, deinen Autopiloten, deine ständig kreisenden Gedanken zu unterbrechen und dich wieder im Hier und Jetzt zu verankern. Wenn du dein Stresslevel über den Tag immer wieder durch Mimis etwas verringerst, läufst du nicht Gefahr, dass der Stress dich irgendwann übermannt oder deine Stressantwort zu 100% aktiviert wird. Am Ende musst du für dich eine oder mehrere Mimis finden, die dir helfen. Wähle sie achtsam aus und mach es dir zum Ziel, kleine Oasen der Ruhe, Entspannung und Achtsamkeit in deinen Alltag einzubauen. Am Anfang kann ein Alarm mit dem Handy, ein Post-it am Kühlschrank oder ähnliche Erinnerungshilfen nützlich sein, um das regelmäßige Üben der Mimis nicht zu vergessen. Konsequentes Üben, Erinnern und Integrieren führt zu automatisiertem Verhalten. So werden die Mimis ohne bewusstes Erinnern oder aktives Zutun irgendwann ganz von selbst Teil deiner eigenen Bewältigungsstrategie in Zeiten von Stress und Anspannung. Wenn du dich also das nächste Mal konfrontiert siehst mit einer Vielzahl an Aufgaben, einer unerwarteten schlechten Nachricht, wenn etwas nicht so funktioniert wie geplant, du verärgert, gekränkt oder enttäuscht bist, du Angst hast oder einfach nur genervt bist, genau dann ist Zeit für eine Mimi. So, wieder einmal herzlichen Dank dir fürs Zuhören und dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Du kennst das, der Healthy Parents Crazy Minds Podcast ist ein interaktiver Podcast, der zum Austausch anregen soll. Und deswegen würde ich mich sehr über ein Feedback von dir freuen, ob die Folge für dich hilfreich war, ob du es mittlerweile schaffst, eine Mimi in deinen Alltag einzubauen, eine Mindful Minute. Darfst mir auch gerne einen Kommentar zur Folge hier auf iTunes hinterlassen oder eine E-Mail schreiben, auf Instagram oder Facebook einen Post machen, wie es dir passt. Wie du mit mir in Kontakt treten kannst, findest du auch in den Shownotes. Da steht auch mein Link für die Website, wo du mehr über mich und meinen Mimimed erfahren kannst. Und ich würde mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, damit uns möglichst viele Eltern finden können und wir gemeinsam den Familienalltag resilient meistern.
Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, kannst du auch gerne meinen Podcast abonnieren. Es werden keine Daten gesammelt, wie E-Mail-Adressen oder dergleichen. Es kostet auch nichts und so bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Ja, und denk dran, jeder kann im normalen Elternwahnsinn etwas für seine Gesundheit tun und ganz kurz entspannen. Denn ein tiefer Atemzug geht immer. Deine Dr. Miriam.